Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es für mich ein ganz besonderes Video und zwar haben die liebe Alexandra vom Kanal Alexandra Maxim und ich uns zusammengetan und machen ein Tauschpaket-Video. Und wir haben uns so ein bisschen Frühling, Ostern zum Anlass genommen und dachten uns, wir schicken uns mal gegenseitig ein Paket und überraschen uns. Und ich bin super gespannt, was drinnen ist, denn ich war stark und habe es nicht aufgemacht. Denn ich wollte das mit euch teilen und ich hoffe, diese Art von Video gefällt euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, als erstes mal zum Paket. Ich habe es, wie ihr seht, wirklich noch nicht geöffnet. Es ist noch fest verschlossen und endlich kommt der Moment, dass wir es zusammen aufmachen. So, ich habe es jetzt mal geöffnet und als erstes ist so ein ganz liebes kleines Briefchen drin, das ich euch mal vorlese. Hallo meine Liebe, ich hoffe, dir gefallen meine ausgewählten Produkte. War gar nicht so einfach, aber ich glaube, dir ging es nicht anders. Nein, definitiv ging es mir genauso. Hoffentlich habe ich wenigstens ein bisschen deinen Geschmack getroffen. Viel Spaß damit und berichte mal. Frohe Ostern, love, Alex. Mai. So süß. Ich freue mich riesig und ich schaue gerade schon in diesen Karton rein und wir fangen jetzt mal an. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass in den Tauschpaketen nur DM-Produkte drinnen sind, die insgesamt einen Einkaufswert von 20 Euro haben. Als erstes habe ich ein erfrischendes Body Spray in der Duftsorte Melone von Balea bekommen und ich muss gleich mal dran schnuppern. Also dieser Duft ist wirklich, glaube ich, perfekt für den Frühling, Sommer, so frisch und wisst ihr was? Gib ihm. Genau mein Geschmack. Riecht super. Schön. Als nächstes haben wir ein reinigendes Handgel von Balea. Und ich habe die schon so oft gesehen auf Instagram und auf YouTube. Das sind diese kleinen Flaschen und die sind eben an so einer Halterung dran. Die könnt ihr euch irgendwie an die Tasche dran machen oder an euren Schlüsselbund. Und ich finde die so süß. Die erinnern mich total an diese Hand Sanitizer von Bath & Body Works, die ich geliebt habe. Und jetzt gibt es die endlich von Balea. Das ist wirklich super. Und die sind mit fruchtigem Himbeergeruch. Da schnupper ich gleich dran. Ich liebe solche Produkte. Gerade für unterwegs, wenn man irgendwie nicht die Möglichkeit hat, sich die Hände zu waschen, dann sind die wunderbar. Es riecht himmlisch nach fruchtiger Himbeere. Total frisch und liebe ich jetzt schon. Als nächstes ist ein Produkt im Tauschpaket, wo ich wirklich lachen muss. Weil, also wirklich ungelogen, das ist echt ein Zufall. Denn dieses Produkt ist mir vor 2 Tagen leer gegangen. Das ist momentan eines meiner liebsten Abschminkprodukte. Und zwar ist das von Balea, das Reinigungsöl mit Arganöl. Speziell für trockene Haut. Ich mag das Produkt wirklich zum Abschminken, weil es sehr mild ist. Ihr könnt damit doch perfekt euer Augen-Make-up abnehmen. Ich gehe dann immer noch mit so einem feuchten Mikrofasertuch drüber und damit ist das ganze Make-up abgenommen. Und es ist perfekt und ich liebe es. Als nächstes haben wir 3 Produkte, die nicht besser zu mir passen könnten. Und zwar haben wir einmal die Balea Augenkonzentrate. Ich liebe die Produkte und wenn ihr beim Tauschpakete-Video von der lieben Alex reinschaut, dann werdet ihr sowas ähnliches finden, weil ich habe ja auch sowas ähnliches reingetan. Deswegen unbedingt reinschauen. Bin ich sehr gespannt. Diese Augenkonzentrate habe ich noch nie ausprobiert, aber die werde ich testen und bin wirklich gespannt auf die. Dann haben wir von Balea die Peel-Off-Maske und die Aquatuchmaske. Die Aquatuchmaske hatte ich schon total oft. Die spendet gut Feuchtigkeit, mag ich. Und dann haben wir einmal noch die Peel-Off-Maske. Ich liebe Masken. Ich mag auch speziell die Balea-Masken und die Schäbensmasken. Benutze ich, kaufe ich immer wieder nach und freue mich schon, dass ich jetzt endlich wieder Nachschub habe. Das nächste Produkt ist ein Nagellackentferner. Und zwar ist das von Evelyn, der Nagellackentferner Express. Das ist so ein kleines Pöttchen, da könnt ihr den Finger einfach reinmachen, ein paar Mal drehen und dann ist der Nagellack ab. Ich hatte sowas schon mal, aber vor ewigen Zeiten. Das war, glaube ich, mal von Essence, das mochte ich gerne. Mein Lieblingsnagellackentferner ist auch der von Evelyn, aber halt dieser ganz normale aus der Flasche. Und das ist so ein Produkt, das kann man immer gebrauchen. Ich muss sagen, momentan bin ich ein bisschen faul, wenn es ums Nägellackieren geht. Aber wenn ich mal wieder lackierte Nägel habe, dann werde ich damit ablackieren. Oh, über so ein Produkt freue ich mich auch riesig, denn ich bin der absolute Badefan. Also wirklich, ich bade unglaublich oft und das ist von Kneipp, das schäumende Badesalz abschalten mit Frangipani und Moringa. Also mit solchen Produkten kann man mich immer locken. Werde ich ausprobieren. Ich benutze auch diese Kneipp-Badezusätze, aber meistens diese flüssigen, die aus der Flasche.
Und ich bin sehr gespannt, da freue ich mich riesig drauf. Dann kommen wir noch zu einem Lippenprodukt. Und das ist ein Produkt, das ich, von dem ich noch nie gehört habe. Und zwar ist das der XXL Long Lasting Lip Gloss, allerdings in Velvet Matte. Das ist so ein wunderschönes, frisches Pink. Und ich habe schon mal welche von diesen Essence Lipglossen gehabt, aber halt die ganz normalen. Und ich habe gar nicht gewusst, oh wow, was eine geile Farbe. Okay, der ist richtig geil. Also das ist so ein matter Lipgloss, der ist wirklich sehr matt. Der erinnert mich an die Trended Up Lip Creams, oder wie heißen die? Doch, Trended Up Lip Creams. Das ist ein richtig geiler Pinkton. Sieht richtig gut aus. Schreit nach Frühling. Boah, da freue ich mich richtig, den auszuprobieren. Also ich wusste gar nicht, dass Essence auch solche Produkte hat. Aber auch so vom Geruch her, es riecht so richtig vanillig und top. Freue ich mich aufs Austesten. Dann haben wir als nächstes noch eine Handcreme. Und zwar ist das Liebestraum. Sanfte Pflege bei trockener Haut von Balea. Habe ich auch noch nie gesehen. Also die Verpackung, die schreit ja auf Frühling. Die schaut richtig gut aus. Handcreme kann ich auch immer gebrauchen. Momentan, also sind meine Hände so trocken. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und, oh, die riecht. Hoho. Huhu. Boah, dieser Geruch ist phänomenal. Richtig fruchtig. Genau mein Geschmack. Also die ist echt toll. Ich finde es halt irgendwie so interessant, wenn man so Tauschpakete hat. So Produkte, die man selber halt irgendwie immer im DM kauft. Und so Sachen, ich weiß nicht, habe ich noch nie gesehen. Würde ich irgendwie nie schauen. Also das finde ich echt spannend. Bin ich echt gespannt aufs Austesten. Der Geruch ist himmlisch. Als letztes hat sie mich noch überschüttet mit Süßigkeiten. Ich hoffe, ihr seht das. Die ich mir auf jeden Fall schmecken lassen werde. Und das war's mit meinem Tauschpaket. Ich bin unglaublich glücklich. Es sind wirklich tolle Produkte dabei. Die entsprechen meinem Geschmack, die riechen gut und ich bin so gespannt aufs Austesten. Und ich muss sagen, es ist ziemlich schwierig, Produkte zu kaufen für jemanden, den man kaum kennt. Also wir haben uns halt so ein bisschen an unseren Instagram-Profilen orientiert, so ein bisschen geschaut, was mag der eine, was mag der andere. Aber trotzdem ist es super schwierig und ich muss sagen, meine Liebe, tausend Dank für dieses wunderbare Tauschpaket. Ich bin super happy. Und an euch da draußen bitte unbedingt auf ihrem Kanal vorbeischauen. Sie ist so eine liebe, so eine sympathische Person. Lasst ihr fleißig Daumen nach oben da, abonniert sie, schaut ihre Videos an. Auch bei Instagram hat sie ein tolles Profil. Und ja, ich finde es toll, dass man Leute über solche Social-Media-Plattformen kennenlernt und hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch das Video von Alexandra unten in der Infobox. Bitte ganz fleißig reinschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!